Herzlich willkommen in Genf, herzlich willkommen auf dem Autosalon. Naja, nicht ganz, wir sind aufgehalten worden und zwar von Opel, denn das hier ist der neue Corsa OPC. Und dieser Kleinwagen hat erstmals über 200 PS, 207 genau an der Zahl. Und mein Kollege Christopher Clausen hatte die Chance, mit diesem Auto mitzufahren. Und am Steuer saß niemand Geringeres als der Opel-Chef höchstpersönlich. Herr Neumann, erzählen Sie mir mal kurz, wann hatten Sie denn das erste Zusammentreffen mit dem neuen Opel Corsa OPC? Das war tatsächlich auf dem Nürburgring, Sie werden es nicht glauben. Und zwar hatte ich ein Fahrertraining am Nürburgring gemacht mit Herrn Stritzek. Das ist ja unser Mann hier für OPC. Und dann sagte er zu mir, willst du mal den neuen Corsa OPC fahren? Da war der neue Corsa noch gar nicht im Markt und wir entwickelten eben schon den OPC. Und da durfte ich zum ersten Mal mit dem Auto fahren. Was ist denn eigentlich das Neue am neuen OPC? Ja, so wie der neue Corsa ja nochmal einen großen Sprung gemacht hat beim Fahrwerk, bei der ganzen Abstimmung, Lenkung, so hat das auch der OPC gemacht. Und es ist uns nochmal gelungen, also den vom Fahrverhalten noch agiler, noch direkter, noch verlässlicher zu machen. Und dann natürlich der neue Motor. Ja, mit unseren 207 PS haben wir jetzt hier den stärksten Corsa, den wir je hatten. Und der klingt auf jeden Fall schon mal mächtig. Beschreiben Sie mal, wie fühlt er sich denn an? Ich kann es ja leider nicht selber fühlen, deswegen brauche ich jetzt Ihre Einschätzung. Nach 750 Metern, Ausfahrt 8. Also was ich an diesem Auto toll finde, er fühlt sich wirklich unheimlich direkt an. Also so ist so richtig scharf wie so ein Messer. Und es macht wirklich Spaß mit ihm zu fahren, weil er unglaublich agil ist, weil dieser Motor schön losdreht. Und zwar auch schon von unten heraus viel Drehmoment hat. Und was ich ja eben auch schon mittlerweile schon recht intensiv auch an Nürburgring erproben konnte, auch wenn man mit dem Auto an die Grenzen geht, dann ist das Auto absolut vorhersagbar. Also es ist, macht genau das, was man erwartet. Es gibt keine Überraschungen und das finde ich immer extrem wichtig bei so einem Wagen. Sind Sie denn selber ein sportlicher Fahrer oder normalerweise eher der Komfortorientierte? Nee, komfortorientiert würde ich nicht sagen. Ich fahre schon sehr gerne auch mal etwas sportlich, obwohl ich jetzt nicht jeden Tag die Gelegenheit dazu habe. Aber ich fahre schon gern schnell auf der Autobahn und am liebsten habe ich natürlich Landstraßen, wo man auch mal ein bisschen das wirkliche Fahrverhalten eines Fahrzeugs rausfahren kann. Auf jeden Fall zeigt der Opel mit dem OPC jetzt sportliche Ambitionen. Ich meine mal stärker als die Konkurrenz, stärker als ein Polo GTI oder ein Ford Fiesta. Ist das ein Zeichen in die Richtung, dass Opel auch im sportlichen Bereich jetzt ein bisschen Gas, also noch mehr Gas geben möchte? Ja klar, das ist eindeutig ein Zeichen dazu, dass wir Opel stärker profilieren wollen, dass wir an die alten Opel-Werte wieder anknüpfen wollen und da war immer auch Sportlichkeit dabei und dass wir eben überhaupt mit der Produktoffensive, die wir machen und dem Investment in die Marke versuchen wollen, dass Opel wieder überrascht, dass Opel auch mal sich wieder traut, vorne zu sein und nicht als graue Maus durch die Gegend läuft, sondern im Gegenteil wieder, ja, zum Corsa haben wir ja gesagt, wieder ein O erzeugt, dass man staunt. Was ist denn die potenzielle Käuferschicht von einem Opel Corsa OPC? Ja, ich glaube, dass es einen Trend gibt zu diesen kleinen, auch sehr sportlichen Fahrzeugen. Dass es viele Leute gibt, dass es eine Opel-Fangemeinde gibt, die gerade auch den OPC, das weiß, mit welcher Liebe und mit welchem Anspruch wir die entwickeln, diese Autos. Das sind nämlich wirklich Autos, die sie jeden Tag fahren können, aber an denen sie auch nichts ändern müssen, wenn sie den wirklich auch im intensiven Rennbetrieb auf dem Nürburgring oder so rannehmen wollen. Da brauchen sie keine neuen Reifen, da brauchen sie keine neue Bremse, das können sie mit dem Auto so machen. Und dafür gibt es eine Fangemeinde und deshalb mache ich mir um den Absatz von dem Wagen eigentlich überhaupt keine Sorgen. Letztendlich sind solche Autos ja natürlich immer für eine, also es ist ja keine riesige Käuferschicht, die so ein Auto kauft. Der Corsa ist ja sonst ein Alltagsauto, häufig auch ein Familienauto, ein praktischer Kleinwagen für die Stadt. Es ist ja schon auch ein bisschen Prestigeobjekt für die Marke Opel, oder? Ja, wir bezeichnen diese Autos als Brand Shaper, denn die helfen natürlich der Marke ein Gesicht zu geben. Und ich glaube auch, dass diese Sportlichkeit, die der OPC jetzt ausstrahlt, letztlich auf jeden Corsa und auch auf Opel abstrahlt. Und insofern, ja, haben Sie voll recht, das ist schon für uns ein Aushängeschild, so ein Auto.
Und Sie haben es vorhin schon im Gespräch angedeutet, tatsächlich wird das Ihr nächster Dienstwagen, oder? Das ist er schon. Am Freitag ist er ausgeliefert worden. Ah. Das heißt, ich durfte ihn schon am Wochenende fahren und ich bin ihn schon auf einigen schönen Landstraßen im Taunus gefahren. Und obwohl es da oben immer noch ein bisschen Schnee liegt und obwohl unten es nass und feucht war, habe ich eine super Fahrt gehabt und das Auto hat eben wieder gezeigt, was da drin steckt. Ja. Fantastisch. Die Lenkung ist ja auch straffer geworden. Ja, viel direkter. Und ich glaube sowieso, das zeichnet wirklich dieser Autos aus, diese Präzision. Das verführt schon, ne? Also man spielt ja schon gerne damit, ne? Ja, und ich glaube, wir waren mal gerade bei 5000 Umdrehungen. Ne? Da geht noch was. Ja, da geht noch was. Können Sie vielleicht noch mal was zum Motor kurz sagen? Also ist ja der 1.6er. Ein 1.6er Turbomotor mit 207 PS. Und was den auszeichnet, und das ist was Sie wirklich sofort merken, dass er wirklich aus jedem Drehzahlbereich richtig losspurtet. Und das finde ich immer bei einem Sportauto unheimlich wichtig, dass man da wirklich nicht ständig schalten muss, sondern das, wo man auch ist, dass das Ding losgeht. Ist es eigentlich Zufall? Also man hat ja vor kurzem aus einem anderen großen deutschen Konzern gehört, deren sportliche Variante hat 192 PS bekommen. Der Corsa legt jetzt ja nochmal einen drauf, 15 PS drauf. Zufall? Ja, natürlich beobachten wir den Wettbewerb und natürlich freut es uns auch, dass wir jetzt hier vorne sind. Aber ich glaube, wichtig war einfach auch dieses Auto auch nochmal zu seinem Vorgänger. Und dann gab es ja auch noch den Nürburgring Edition. Und da wollten wir schon nochmal toppen. Ja, und das haben wir hiermit gemacht. Vielleicht der Adam S ist ja auch erst vor kurzem auf den Markt gekommen. Ja. Kann man da so vom Fahrverhalten, Sie haben ja jetzt beide Autos auch über längere Zeit, ja, beziehungsweise in Adam über längere Zeit fahren können, kann man da Unterschiede ausmachen, also so auch von der Käuferschicht beziehungsweise vom Fahren her? Ja, also ehrlich gesagt schon, denn dieses Auto ist schon nochmal einen ganzen Touch sportlicher. Einerseits natürlich von der Motorisierung, andererseits aber auch von der ganzen Auslegung. Während der Adam S hat auch schon recht knackig, auch straffes Fahrwerk, aber der hier toppt das noch. Sodass also, ich würde sagen, wenn man also wirklich sehr sportlich orientiert ist, ist das hier schon die erste Wahl. Erfahren Sie denn so privat selber auch lieber die kleinen Autos? Ich meine, als Opel-Chef würde man ja erwarten, Sie nehmen den Insignia oder irgendwas Großes. Und dann, ja, also für längere Strecken finde ich schon natürlich ein großes Auto sehr angenehm. Man kommt ja etwas entspannter an. Aber wenn ich am Wochenende fahre und dann kurze Strecken habe, eindeutig gerne mit so einem Auto. Das macht schon richtig Spaß. Der Corsa ist ja tatsächlich auch ein wichtiger Schritt insgesamt ja auch für Opel. Ja, und ich bin auch ganz stolz auf unseren neuen Corsa, weil wir damit ja nicht nur nochmal mit den Motoren eine komplette Erneuerung gemacht haben, beim Fahrwerk und hier beim Interieur, sondern weil wir ja auch Features da reingebracht haben, die man in der Klasse ja so in dieser Ansammlung bislang noch nicht kannte. Ja. Und das ist für uns ja auch eins der wichtigsten Verkaufsargumente, dass wir die Features der Oberklasse jetzt hier reingebracht haben. Und das, finde ich, passt zu Opel und da bin ich auch richtig stolz drauf. Ist das Ende der das sportliche Ende der Fahnenspitze oder das Ende der sportlichen Fahnenspitze, wie auch immer, ist es denn schon erreicht? Ich meine, das ist ja schon eine Kampfansage gegenüber den anderen Herstellern. Nochmal von der PS-Zahl her für so einen Kleinwagen. Ja, also ich bin ganz sicher, dass Herr Stritzig noch ein paar Ideen hätte, wie man das nochmal verschärfen könnte. Aber für den Moment sind wir hier sehr zufrieden. Haben erstmal keine weiteren Pläne. Es gab ja beim Astra ja damals auch die Studie, die Extreme-Studie. Ja. Aber ist ja auch nicht, bis jetzt ja nicht auf die Straße gekommen. Aber das heißt, Sportlichkeit, also wir können in der Hinsicht auch bei den kommenden Modellen auf jeden Fall noch was erwarten. Auf jeden Fall. Das gehört zu Opel. Das ist im Moment auch eigentlich ein wichtiger Teil, ne? Diese Überraschung jetzt im Moment. Ja, das versuchen wir jetzt an allen Fronten, ne? Diese Überraschung wirklich. Ich meine, man muss natürlich, wenn eine Marke so lange so gelitten hat, ja, dann muss man ihr auch wieder Selbstbewusstsein geben, nach innen und nach außen. Und nach innen heißt das auch, wieder den Anspruch zu haben, zu überholen, ja, und vorne zu sein und das beste Auto in dem Segment zu machen. Und das wollen wir versuchen, dass uns das mehr und mehr gelingt. Und mit 207 PS in einem Kleinwagen ist damit ja schon mal einen Schritt getan. Genau. Auf jeden Fall. Es ist wirklich schade, dass man hier in der Schweiz ja, wirklich die Autos ausfahren kann.
schon gerade ein bisschen... Was auch hier richtig gut ist, jetzt die Schaltung, die ist jetzt auch richtig knackig. Und damit macht es auch Spaß hier schön kurz. Und der Knauf macht aber auch viel aus. Das ist irgendwie so, ja. Der liegt so richtig schön in der Hand. Tatsächlich 230 Spitze. Ja. Sorgt man dafür, dass auch die Fahrer von größeren Autos mal etwas erstaunt. Ja, und dann die Farbe, ja, auch eine neue Farbe für OPC. Finde ich, also kriegt auch viele Komplimente, sagen wir mal so. Ist auch jetzt im Moment nur für die OPC-Linie vorbehalten? Soweit ich weiß, ja. Bis jetzt auch im Corsa OPC tatsächlich das erste Mal in der Form. Knallt ja auf jeden Fall. Ja. Ist schon eine Hausnummer. Doch, die Sitze sind anständig, oder? Die sind sehr anständig. Genau. So, und bald gibt es dann hier auch noch einen OnStar-Knopf. Wann ist da Markteinführung geplant? Ja, das wird jetzt im August kommen. Und dann bringen wir das nicht sofort jetzt in ganz alle, aber auch der Corsa wird es dann relativ bald bekommen. Und dann haben sie also auch mit dem Auto hier unseren vollen Assistenz- und Mobilitätsservice. Und es gibt ja auch noch verschiedene Fahrmodi, wie ich gelesen habe. Das heißt, man kann das ESP sogar ganz ausschalten. Und das ist ja sehr selten, dass man dem Fahrer diese Verantwortung übergibt. Ja. Tun Sie das mit einem, also stehen Sie da mit gutem Gewissen dahinter? Ja, ich meine, für die Kunden, die so ein Auto kaufen, ich glaube, die wissen, was sie dann tun. Und denen sollte man auch die Gelegenheit geben, weil wenn einer gut fahren kann, und wie gesagt, dieses Auto ist sehr ausgewogen, das macht auch keine Zicken in dem Sinne, dass da irgendwas passiert, was unvorhersehbar wäre. Und insofern können wir mit gutem Gewissen dieses Auto einem erfahrenen Fahrer auch ohne ESP geben. Wo lässt sich das dann alles überhaupt umschalten? Hier, dieser Taste. Und wenn Sie die einmal halten, dann haben Sie eine Traktionskontrolle ausgeschaltet. Und wenn Sie sie länger halten, schon ein bisschen halten. Da, jetzt ist das ESC wirklich aus. Also man kann es nicht aus Versehen ausschalten. Ja? Einmal so ein bisschen drauf drücken und die Lampen sind an, das heißt nur, es ist Traktionskontrolle ist aus und es greift dann später ein. Ja, aber jetzt ist es ganz aus und mit einem Ruck, zack, ist es wieder an. Das heißt, vor fahrlässigem Verhalten auch. Kann man nicht schaffen. Also man muss wissen, wie es geht. Sound stimmt auch. Das war Spurhaltung. Das ist ja auch eine spezielle Auspuffanlage, die im OPC auch verbaut ist. Die man kann sie auch sehen. Mhm. Also auch doppelt zweiflutig. Und damit ist ja ein Statement gesetzt. Sekunden von 0 auf 100, 230 Spitze, das ist ein richtig kleiner Kraftzeug und ich bin sehr gespannt, was der dann im Vergleich mit seinen Mitkonkurrenten so auf die Beine stellt. Wer ihn haben möchte, ab Mai 2015 kann man ihn kaufen, der Preis 24.395 €.